Wenn du studierst oder Freunde hast, die studieren, ist dir sicherlich schon mal der Begriff Erasmus über den Weg gelaufen. Aber wer oder was ist eigentlich dieses Erasmus? Falls du dir diese Frage schon mal gestellt hast, bleib dran. Herzlich willkommen bei JobWiki. Das Erasmus-Programm ist ein von der EU geschaffenes Förderprogramm für Studierende, die ein Auslandssemester in einem der 34 angebotenen Länder absolvieren möchte. Ausgesprochen nennt sich das Programm European Action Scheme for the Mobility of University Students. Die Abkürzung Erasmus soll dabei an Erasmus von Rotterdam erinnern, einen europäisch orientierten und gebildeten Humanisten der Renaissance. Jetzt wissen wir zwar, wer Erasmus war und was es bedeutet, aber wie läuft dieses Programm genau ab? Erforderlich in vielen Studiengängen heutzutage ist ja das Auslandssemester. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, nehmen viele Studenten aus den verschiedensten europäischen Ländern das Erasmus-Angebot regelmäßig wahr. Ein Erasmus-Semester soll dabei in erster Linie den Erfahrungshorizont von Studenten erweitern. Ziel des Programms ist es, Studenten international zu vernetzen, einen Austausch zu fördern und die Studenten mit neuen Herausforderungen und einer fremden Sprache umgehen zu lassen. Zumeist beginnt man einen Erasmus-Austausch nämlich allein. Das bedeutet, dass die Studenten nun schauen müssen, wie sie in einem fremden sozialen Umfeld zurechtkommen. Im Fokus steht natürlich trotzdem die Lehre, welche auf der jeweiligen Landessprache in einer Partneruniversität für die Studenten fortgesetzt wird. In aller Regel müssen Erasmus-Studenten während ihres Aufenthalts ebenfalls auch Klausurleistungen ableisten und mindestens eine wissenschaftliche Präsentation oder Vortrag auf der Fremdsprache halten. Um mit den alltäglichen und sozialen Herausforderungen optimal umgehen zu können, möchte dir das Erasmus-Programm das Studieren im Ausland nach eigener Aussage so einfach wie möglich machen. Eine Ausprägung davon ist eine Bezahlung von ca. 200 bis 350 Euro im Monat für mindestens 3 Monate. Außerdem fallen bei Erasmus die Studiengebühren der ausländischen Hochschule weg und du wirst bei der Vorbereitung und Planung des Auslandssemesters unterstützt. Neben der finanziellen Unterstützung durch das Stipendium ist für die Studenten aber wohl das Kennenlernen von neuen Kulturen und Lebensarten der große Pluspunkt. Dies ist nämlich zumeist nur im Rahmen eines Privaturlaubs unter Einsatz von hohen Geldmengen möglich. Ein weiterer Bonus ist, dass die im Ausland absolvierten Studienleistungen in der Regel nach der Rückkehr von der heimischen Hochschule anerkannt werden. Darüber hinaus wirst du als Erasmus-Student oder Studentin an deiner Gasthochschule auf vielseitige Angebote für Erasmus-Studierende treffen. Alles in allem ist das Erasmus-Programm eine spannende Möglichkeit, neue Erfahrungen, neue Kulturen und studentische Lehre miteinander zu verknüpfen. Man wird während der Zeit finanziell unterstützt und erhält zusätzliche Hilfsmittel für eine gewinnbringende Zeit. Für viele Studenten ist das Erasmus-Programm also ein Segen. Und für dich? Warst du vielleicht schon mal Erasmus-Student oder hast du ein Auslandssemester mit Erasmus vor dir? Dann schreib uns deine Erfahrungen gerne in die Kommentare. Gib dem Video einen Daumen hoch, falls es dir gefallen hat und abonniere unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir wünschen dir noch einen erfolgreichen Tag und sagen bis bald, hier bei JobWiki.